Darf ich das Video beginnen? Ja, darfst du, okay, okay. Und damit herzlich willkommen zum 100 Abonnenten-Special von mir. Ich habe euch ja dazu aufgefordert, mir Fragen zu stellen, da ich halt ein Fragen-und-Antworten-Video machen wollte. Und hier ist es halt. Und eigentlich gibt es auch nichts Großartiges mehr zu sagen, deswegen fange ich jetzt einfach an mit dem Video. Und ich habe jetzt halt auch keine richtige Reihenfolge ausgewählt, also ich lese die Fragen jetzt einfach irgendwie gemischt durch. Also jetzt nicht wundern, falls die Fragen jetzt überhaupt keinen Sinn ergeben von der Reihenfolge her. Und das war's jetzt auch damit und deswegen geht es auch schon los mit dem Video. Die erste Frage wurde mir von Domtron gestellt und er fragt, wie alt bist du? Dazu kann ich sagen, dass ich 15 Jahre alt bin. Dann hat mir Simon 4 Fragen gestellt und zwar, wie lange schneidest du an einem Video, wie lange brauchst du für ein Video, welches Mikrofon hast du und wirst du mal Livestreams machen? Ich beantworte erstmal die ersten beiden Fragen, weil das kann man ja in einer Antwort verpacken. Aber auf jeden Fall, für ein Video habe ich gerade ausgerechnet, brauche ich ungefähr 8 Stunden. Jetzt fragt euch sicherlich, was, so lange für ein Video? Es ist doch nicht so toll geschnitten und so. Das liegt halt daran, weil meine Internetleitung jetzt nicht die beste ist. Ich habe halt eine 16K-Leitung und wenn ich ein Video hochladen möchte, dauert das dann ungefähr um die 5 Stunden lang, was ziemlich lang ist für ein Video, weil, wie gesagt, ich habe halt eine schlechte Internetleitung. Aber der Rest so dauert höchstens 3 Stunden ungefähr. Und wie lange schneidest du an einem Video? Dazu kann ich sagen, dass ich ungefähr eine Stunde bis 2 Stunden an einem Video schneide, was jetzt eigentlich auch nicht so extrem viel ist. Dann hat er mir noch eine Frage gestellt und zwar, welches Mikrofon hast du? Und dazu kann ich sagen, dass ich das Auna Mic 900B habe. Das Mikrofon hat so um die 100 Euro gekostet. Das Mikrofon an sich ohne Ständer und alles, was dazugehört, hat 80 Euro gekostet. Ich habe hier gerade im Internet ein bisschen nachgeguckt und jetzt kostet das halt nur noch 70 Euro, also 10 Euro billiger. Und eigentlich finde ich das Mikrofon recht gut für den Preis. Also das Mikrofon kann ich jedem empfehlen. Die vierte Frage, die er mir gestellt hat, lautet, wirst du mal Livestreams machen? Als ich die Frage, wie lange brauchst du für ein Video, beantwortet habe, habe ich ja gesagt, dass ich eine recht schlechte Internetleitung habe. Und deswegen wird die Qualität auch recht schlecht sein werden, weil Livestreams basiert ja eigentlich nur aufs Internet und halt auch auf dem PC, aber jetzt nicht so zum großen Teil. Wegen dieser schlechten Internetleitung kann ich halt keine Livestreams machen, weil die Qualität dann so schlecht ist. Ich habe mal einmal ausgetestet, einen Livestream zu machen. Da hatte ich in Minecraft durchgehend Ping von 200 ms und die Qualität war so extrem verpixelt, das war richtig schlimm. Also ich möchte euch das nicht antun, aber falls ich irgendwann mal eine bessere Internetleitung kriegen sollte, dann würde ich gerne Livestreams machen, weil ich finde eigentlich Livestreams schon cool. Dann kann ich halt mit den Zuschauern interagieren, aber ihr wisst ja eh schon, was Livestreams sind, also ich muss es jetzt nicht so wirklich erklären. Dann hat mir Rives die Frage gestellt, was spielst du so alles? Und dazu kann ich sagen, dass ich in meiner Freizeit eigentlich nur Minecraft und Osu spiele. Eigentlich spiele ich nicht so extrem viel Computerspiele. Ich gucke mir meistens eigentlich nur YouTube-Videos an, aber sonst mache ich eigentlich nichts Besonderes am PC. Und dann hat er passend zur letzten Frage noch eine Frage gestellt und zwar, wirst du mit neuen Spielen anfangen oder bleibst du bei Osu und Minecraft? Ich glaube, er meint damit, dass ich halt dazu auch noch Videos bringen soll. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Ich habe ja gerade in der letzten Frage schon beantwortet, dass ich halt nur Minecraft und Osu spiele und deswegen glaube ich, dass in nächster Zeit keine Videos von neuen Spielen folgen werden. Aber ich denke mir, dass ich halt irgendwie neue Projekte in Minecraft oder irgendwie, keine Ahnung, Osu bringen werde. Irgendwie, falls ihr wollt, dass ich mal in Minecraft irgendein Modpack-Projekt machen soll oder will oder keine Ahnung, was man dazu sagt, dann könnt ihr es ja auch in die Kommentare schreiben, weil ich hätte schon Lust dazu, aber ich weiß halt nicht, welches Modpack ich dann spielen soll, weil mein PC halt jetzt nicht der beste ist und das halt nicht so extrem viel aushält und dann muss ich halt das auch noch aufnehmen, aber ich denke mal, dass eigentlich ganz cool sein wird, wenn ich mal irgendein Modpack-Projekt machen werde. So, jetzt habe ich halt auch schon wieder ein bisschen zu viel beantwortet, aber ist ja auch egal. Und dann hat mir DroneMC eine Frage gestellt und zwar, wirst du irgendwann mal Facecam machen? Und dazu kann ich sagen, dass ich keine Facecam machen werde, weil ich halt meine Privatsphäre haben möchte und den Grund haben ja auch schon 50 Millionen andere YouTuber genannt, die keinen Facecam machen. Aber ich glaube, bei mir wird es so bleiben, dass ich keine Facecam machen werde. Vielleicht packt mich die Lust ja irgendwann mal, dass ich doch Facecam machen werde, aber ich denke mal, dass es auch nicht in naher Zukunft geschehen wird. Dann hat mir DroneMC noch eine Frage gestellt und zwar, dass ich mal im Jump
Gameplay-Video behauptet habe, dass ich nicht diese Einbildung wie zum Beispiel diesen Okay-Typen oder dieses 2000 Jahre später oder keine Ahnung, was es da noch alles gibt, einblenden möchte, weil das halt nicht zu mir passt. Dazu möchte ich sagen, dass ich das wirklich behauptet habe, aber das, also ich möchte es jetzt halt nicht verneinen, also jetzt nicht lügen, also ich stehe dazu, dass ich das mal gesagt habe. Ich habe ja bis jetzt in meinen Videos solche Einblendungen ja 2 bis 3 Mal oder so im kompletten Kanal benutzt. Aber auf jeden Fall habe ich diese halt nur benutzt, weil das halt zum Inhalt des Videos gepasst hat. Aber sonst benutze ich die jetzt nicht einfach nur so normalerweise. Wenn ich mich jetzt irgendwie verspreche oder irgendwas Falsches sage, dann gibt's da ja auch noch diese Leute da, die hier dieses Facepalm geben. Das benutze ich dann halt nicht. Ich belasse es einfach dabei. Dann die nächste Frage wurde mir von AkmanTV gestellt und er fragt mich, warum hast du mit YouTube angefangen? Da kann ich eine kleine Geschichte dazu sagen und zwar, also ich wollte eigentlich schon immer mit YouTube anfangen, aber auf jeden Fall habe ich mich mit dem Thema dann eigentlich nicht so extrem beschäftigt, weil ich dachte, dass es halt extrem teuer ist, sich irgendwie ein Aufnahmeprogramm oder irgendwas ähnliches zu holen. Deswegen habe ich mich halt mit dem Thema nicht so wirklich beschäftigt. Aber dann, als 2 Freunde von mir, mit denen ich jetzt eigentlich keinen Kontakt mehr habe, mit YouTube angefangen haben, habe ich mich halt ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und dann habe ich halt das Aufnahmeprogramm OBS gefunden, also Open Broadcaster Software. Und eigentlich müsste es von euch jeder wissen, dass das Programm kostenlos ist. Und deswegen habe ich dann halt eigentlich angefangen, YouTube-Videos zu machen. Aber auf jeden Fall, deswegen habe ich halt mit YouTube angefangen, weil die 2 Freunde von mir mit YouTube angefangen haben. Hätten die nicht mit YouTube angefangen, dann hätte ich auch nicht mit YouTube angefangen. Die vorletzte Frage wurde mir von Snizzle gestellt. Hoffentlich spreche ich das richtig aus. Aber auf jeden Fall hat er mich gefragt, was ich mal später als Beruf machen möchte. Und dazu kann ich sagen, dass ich das bis jetzt noch nicht weiß. Ich muss mir mal langsam Gedanken machen, weil in ungefähr 3 Jahren, wenn ich jetzt nicht sitzen bleibe, ist halt die Schule fertig und da muss ich halt auch schon einen Beruf auswählen oder halt studieren und ich weiß dann halt auch nicht, was ich studieren werde. Aber auf jeden Fall weiß ich echt noch nicht, was ich als Beruf haben möchte. Aber ich denke mal, dass es in Richtung Technik gehen wird, weil ich mich mit Technik eigentlich recht gut auskenne. Die letzte Frage wurde mir von FGHFHJJHHBKLJJKJK gestellt und er fragt mich, was hältst du von Ausrastern? Und dazu kann ich sagen, in Spielen ist es unnötig, weil das halt zu nichts führt und eigentlich, keine Ahnung, ich bin ja eher so eine Person, die richtig ruhig ist, die sich eigentlich nie aufregt in Spielen. Aber auf jeden Fall finde ich Ausraster eigentlich jetzt nicht so extrem nützlich, das führt halt zu nichts, wie schon gesagt. Keine Ahnung, ich kann die Leute auch nicht so verstehen, die sich immer wegen alles aufregen, wenn die jetzt in Minecraft einmal getötet werden, obwohl die 2 Runden davor irgendwie gewonnen haben. Keine Ahnung, kann ich nicht verstehen, wenn man sich dann auf einmal aufregt, dass man gestorben ist. So, falls ich jetzt keine Frage vergessen habe, waren das jetzt alle Fragen vom Fragen und Antworten Video, die ihr mir gestellt habt. Aber ich wollte mich einfach mal für die 100 Abonnenten bedanken. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so schnell Abonnenten dazu bekomme. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ich noch, keine Ahnung, irgendwie bis 2018 warten muss, bis ich mal 100 Abonnenten habe. Das habe ich jetzt geschafft, irgendwie 100 Abonnenten zu kriegen und dafür wollte ich mich einfach mal bedanken. Ja, ich hoffe, ihr hattet bis jetzt mit meinen Videos viel Spaß. Ja, das war's dann jetzt eigentlich auch schon vom Video und ich hoffe, euch hat's... Oh, da kommt noch eine Frage rein. Und zwar darf ich das Video beenden.